Wir möchten uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was aktuell gilt und was es zu beachten gibt. Jüngster Schritt in der Entwicklung des Datenschutzrechts ist die im Mai 2016 in Kraft getretene und am 25. Mai 2018 für Behörden wirksam gewordene Verordnung 2016 679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 9546 EG die sogenannte EU Datenschutzgrundverordnung EU DSGVO die ohne Vorwissen kaum lesbare EU DSGVO harmonisiert nicht nur das bis dato relativ heterogene nationale Recht der EU Mitgliedstaaten Dazu ist anzumerken, dass sie allerdings aufgrund vieler offener Klauseln, die erst durch nationale Regelungen konkretisiert werden müssen, einen Teil ihrer Schlagkraft gleich wieder verloren und zu einem erheblichen Interpretationswirrwarr geführt hat. Dieser Wirrwarr muss erst in den kommenden Jahren durch die Rechtsprechung sortiert werden. Darüber hinaus greift die EU-DSGVO auch erstmals ausführlich das Thema IT-Sicherheit auf und stellt in diesem Bereich relativ hohe Anforderungen. Die EU-DSGVO trägt damit zu Recht der Tatsache Rechnung, dass heutzutage weniger der unabgeschlossene Aktenschrank ein datenschutzrechtliches Risiko darstellt, als die Möglichkeit, durch Hackerangriffe ganze Datenbestände von Unternehmen und Behörden zu stehlen. Dennoch sollte auch der klassische Datenschutz beispielsweise die eigene Bürotür zu verschließen, den PC zu sperren und auch Akten nicht offen herumliegen zu lassen, darüber nicht vernachlässigt werden. Gerade in Zeiten verstärkter Homeoffice-Aktivitäten, die im Lehrerberuf ja ohnehin schon immer eine erhebliche Bedeutung hatten. Kommen wir an dieser Stelle zur Definition der personenbezogenen Daten gemäß Artikel 4 Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO sagt, in ihrem Artikel 2 und Artikel 4. Die Datenschutzgrundverordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Das gilt für unseren Bereich erst einmal in vollem Umfang. Einige Ausnahmen sind in dem Artikel noch formuliert, unter anderem bezüglich Tätigkeiten außerhalb der EU, privater Nutzung und im Zusammenhang mit der Aufklärung von Straftaten. Wer da neugierig ist, schaut einfach mal rein. Weiter heißt es dann im Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung. Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person Folgenden betroffene Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung sowie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, psychologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Was für ein Brocken. Aber Definitionen in Gesetzestexten sind leider immer etwas sperrig. Zusammengefasst heißt das, dass personenbezogene Daten all jene Daten sind, die eine Person, ihre Eigenschaften oder Gewohnheiten vorlieben oder andere persönliche Daten umfassen. Kurz gesagt, all die Dinge, die pauschal niemanden etwas angehen. Oder möchten Sie, dass Ihr aktueller Kontostand in der Tageszeitung abgedruckt ist? Das kann unangenehm sein, egal ob Sie massiv im Plus oder massiv im Minus sind. Je nachdem, wer es liest. Rechtlich muss man da natürlich noch ein bisschen mehr beachten. Und auch in der Datenschutzgrundverordnung stehen mehr als nur die zwei Artikel. Aber für das Verständnis von personenbezogenen Daten sind wir schon mal ein wenig schlauer. Und hier kommt noch ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt zum Tragen. Das Thema Datenschutz ist in jedem Fall als sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu sehen. Was nicht konkret erlaubt ist, ist verboten. Das Niedersächsische Schulgesetz regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten im Detail in 31. Dazu gibt es noch besondere Kategorien personenbezogener Daten, gemäß Artikel 9 zu beachten. Wie bisher werden auch in der DSGVO besondere Kategorien personenbezogener Daten bestimmt, die eines speziellen Schutzes bedürfen. Zu den bislang im Bundesdatenschutzgesetz genannten Kategorien Angaben über die ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit wie in Artikel 4 Nummer 15 Erwägungsgründe 35 aufgeführt oder Sexualleben treten in Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung nun auch Genetische Angaben sowie biometrische Daten gemäß Artikel 4 Nummer 13 Datenschutzgrundverordnung Erwägungsgründe 34 und Artikel 4 Nummer 14 Datenschutzgrundverordnung Erwägungsgründe 51 zur eindeutigen Identifizierung einer Person. Wurden bisher auch philosophische Überzeugungen als besonders schutzbedürftig klassifiziert, fällt diese Kategorie jetzt unter den Begriff der weltanschaulichen Überzeugungen, ohne dass damit inhaltlich Änderungen verbunden werden. Besonders schutzbedürftig sind alle Angaben, die direkt oder indirekt Informationen zu den in Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung angegebenen Datenkategorien vermitteln. Beispielsweise die Einnahme von Medikamenten, die körperliche oder geistige Verfassung oder der regelmäßige Besuch einer bestimmten Kirche. Andererseits wird auch künftig nicht jede mittelbare Angabe zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten die Anwendung der speziellen, strengen Verarbeitungsbestimmungen nach sich ziehen. Zum Beispiel ist ein bloßer Alkoholkonsum im Gegensatz zu einer Alkoholabhängigkeit kein Gesundheitsdatum, der rein geografische Geburtsort keine Angabe über die ethnische Herkunft oder der einmalige Besuch eines Sakralbaus enthält keine Aussage über eine religiöse Überzeugung. Schwieriger ist die Einordnung von Lichtbildern. Sie sind erst dann als biometrisches Datum zu qualifizieren, wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet werden die die eindeutige Identifizierung oder Authentifizierung einer natürlichen Person ermöglichen, wie in den Erwägungsgründen 51 beschrieben. Die Eignung von Lichtbildern zur Identifizierung im Wege biometrischer Analyseverfahren ist bei der Risikoabschätzung und der Auswahl der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu berücksichtigen. Was ist in diesem Zusammenhang die Datenverarbeitung? Die Verarbeitung schließt eine Vielzahl unterschiedlicher, mit Hilfe oder auch ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgänge im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten ein. Sie umfasst das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, das Speichern, das Anpassen oder das Verändern, das Auslesen, das Abfragen, das Verwenden, das Offenlegen durch Übermittlung. Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder das Verknüpfen, das Einschränken, das Löschen oder das Vernichten personenbezogener Daten. Die Datenschutzgrundverordnung gilt für die vollständige oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem strukturierten Dateisystem gespeichert sind. Beispiele für die Verarbeitung sind Stammdaten und Leistungsdatenverwaltung, Zugang zu oder Nutzung eines Schulservers, der personenbezogene Daten enthält, Versand von E-Mails, Vernichtung von Akten, die personenbezogene Daten enthalten, Veröffentlichung oder Einstellung eines Fotos einer Person auf einer Website, Speicherung von IP- oder MAC-Adressen oder Videoaufzeichnung, also Videoüberwachung.